Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Update. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Tatsächlich kam heute ein kleines Update raus in Hypixel Skyblock, und zwar die sogenannten Travel Scrolls. Das bedeutet, man kann jetzt zwischen verschiedenen Welten hin und her traveln, also die Welten wechseln, ohne Portale oder ähnliches zu benutzen. Und zwar funktioniert das über das ganz normale Skyblock-Menü. Wir haben da hier grundsätzlich Warp to Hub Island gehabt. Jetzt haben wir hier Fast Travel. Und wenn ihr draufklicken, kommen wir nicht mehr einfach so ins Hub, sondern wir kriegen hier eine Auswahl, ja, ob ihr eben hier privaten Insel, wo wir aktuell sind, oder ob wir ins Skyblock Hub gehen wollen. Und wir haben hier theoretisch die anderen Welten, wo wir hin können. Das hier sind die Standardwelten, wo jeder hin kann. Wenn man MVP Plus oder einen höheren Rang hat, kann man hier auch noch so diesen sogenannten Advanced Mode aktivieren. Und wenn wir den aktivieren, dann sehen wir haben noch mehr Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen. Wir haben insgesamt 15 Dinge, wo wir uns, oder 15 Orte, wo wir uns direkt mit einem Klick so gesehen hin teleportieren können. Und welche Orte das genau sind, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Es sind drei Orte direkt schon mal gespoilert, wenn wir uns das ansehen, nämlich Hub Castle, Hub Sirius Shack und Hub Crypts. Ja, oder auf anders. Hier kommen wir zur Ruine, wo die Wölfe spawnen. Hiermit kommen wir direkt zum Sirius, wo man in die Dark Ocean rein kann. Also wenn man zum Beispiel mal Verspätung hat und nicht mehr rechtzeitig dorthin kommt, kann man dann einfach das hier benutzen. Oder wir können uns direkt in den Graveyard, wo die Crypt Ghouls spawnen, direkt dorthin teleportieren. Und damit wir erfahren, was hier bei diesen Fragezeichen drin ist oder was das für Inseln sind, dazu müssen wir im Prinzip nichts anderes machen, außer einfach einmal durch alle Portale, die es gibt, gehen. Ja, wir müssen einfach durch alle existierenden Portale durchgehen. Wir gehen jetzt hier einfach mal Holz farmen im Prinzip. Jetzt können wir wieder drauf schauen. Jetzt müsste hier eine Insel, genau, jetzt haben wir hier The Park, die Holding Cave und The Park Jungle und The Park an sich freischaltet. Ja, ganz wichtig, The Park nur in Jungle zu kommen oder The Park in die Holding Cave zu kommen. Das sind auch wieder zwei von denjenigen, die hier im Advanced Mode mit dabei sind. Wenn wir das deaktivieren, dann haben wir hier nur ausschließlich The Park freigeschaltet. So, ich habe jetzt alle freigeschaltet und wir werden jetzt als erstes direkt mal anschauen, wo man denn das Hub, also hier in die Ruine, freischalten kann. Denn das muss man gar nicht unbedingt freischalten, sondern wir gehen hier in diesen Tower, wo wir sind, in der Ruine, und gehen hier ganz nach oben und hier oben gibt es einen neuen NPC. Und hier bei diesem Philosophen können wir diesen Scroll, also diese Location, um an diesen Ort zu kommen, also ins Castle, kaufen. Für jetzt in meinem Fall 147.000 Coins. Man muss allerdings bedenken, dass ich dank dem Cooked Artifact 2% Rabatt habe. Ansonsten würde es natürlich 150.000 Coins kosten. Und ja, das kann man einfach so kaufen. Macht Rechtsklick darauf. So, wenn ihr... Okay, da kommt noch ein guter Soundeffekt. Wenn ihr draufklicken jetzt und Advanced Mode wieder anmachen, dann sehen wir hier, ha, Hub Castle. Und wir können jetzt hier draufklicken und befinden uns dann direkt hier, also direkt mitten im Castle drin. Ebenfalls, wie wir gesehen haben, wir können auch den Command verwenden, slash warp castle, und dann befinden wir uns ebenfalls wieder genau hier. Das Castle, das war jetzt an sich eigentlich schon bereits ein Advanced Scroll. Ich möchte euch jetzt aber erstmal diejenigen zeigen, welche alle bekommen können, also egal ob ihr MVP Plus habt oder nicht. Und diese findet man alle in den verschiedenen Collections, also es sind ein paar neue Rezepte dazu gekommen. Zum Beispiel beginnen wir mit dem Barn, wenn ihr dorthin kommen wollt. Dafür findet ihr das Rezept in der Potato Collection hier in Stufe 6 und das sieht genau so aus. Ihr braucht bisschen Enchanted Carrots, bisschen Enchanted Potatoes und wie überall oder bei fast allen Craftbaren braucht ihr Enchanted Enderperlen. Dann können wir weiter auch ins Mushroom Desert kommen. Da findet man das Rezept dafür in der Cacao Beans Collection und zwar in Stufe 5. Das wird so gecraftet, ebenfalls aus den Dingen, die es dort gibt. Cacao Beans und Kaktusgrün. Wir können ebenfalls traveln zur Goldmine. Dafür findet man das Rezept tatsächlich nicht in der Gold Collection, sondern in der Kohle Collection. Und zwar Level 6. Das wird dann so gecraftet aus Eisen und Gold. Viel mehr gibt es ja dort tatsächlich auch nicht. Kohle hätte man natürlich auch irgendwo reinpacken können. In die Deep Caverns kommt man ebenfalls. Dazu findet man das Rezept in der Redstone Collection und zwar auf Stufe 7. Man braucht dafür 10.000 Redstone insgesamt. Wird aus Lapis und Redstone gecraftet. In die Blazing Fortress, also in Nether, könnt ihr auch direkt traveln. Dafür findet ihr das Rezept in der Glowstone Collection und zwar Stufe 5. Das wird so gecraftet aus ganz normalem Netherrack und ein paar ganz normalen Glowstones. Eigentlich eines der günstigsten Rezepte, das man braucht, um zu einem Spawn zu kommen. Weiter könnt ihr natürlich auch in den Spider's Den direkt wandern und das Rezept dafür finden wir in der Gravel Collection und zwar auf Level 8 finden wir diese. Braucht, ja, 2 Stacks Enchanted Flint, ist ein bisschen teuer, aber
damit spawnt ihr direkt mitten im Spider-Stand drin. Selbstverständlich kann man natürlich auch ins End traveln. Das Rezept dazu findet ihr natürlich in der Endstone Collection und zwar auf Stufe 8. Kostet ebenfalls Enchanted Obsidian und Enchanted Endstone, halt eben wie immer grundsätzlich das, was es dort gibt. Und der letzte Ort, wo wir ganz normal hinschauen können, ohne MEP Plus oder etwas Höheres zu haben, ist der Park natürlich, dort wo wir Holz farmen können. Das Rezept dazu finden wir in der Birkenholz Collection und zwar auf der höchsten Stufe, auf Stufe 9 und das wird aus 2/6 Enchanted Birdshoot gecraftet. Als nächstes kommen wir jetzt noch zu den Dingen, wo man nur hinkommt, wie gesagt, wenn man MEP Plus oder einen höheren Rang hat. Wie man jetzt ins Castle kommt oder eben das, was man beim Philosoph kaufen kann, das habe ich euch jetzt bereits gezeigt. Es gibt tatsächlich jetzt auch die Möglichkeit, direkt zu Sirius zu kommen, also in die Dark Auction, recht davor, wenn man da eben, wie gesagt, sag ich mal, einfach zu wenig Zeit hat oder es verpennt. Ja, ganz wichtig, das könnt ihr nur in der Dark Auction bekommen. Ihr könnt nur in der Dark Auction diesen Ort auf dieser Karte kaufen, um direkt vor Sirius zu spawnen. Also es gibt ein neues Item in der Dark Auction. Zusätzlich gab es bei der Dark Auction ein kleines Update. Es werden jetzt jedes Mal 4 Items verkauft und nicht mehr nur 3. Ebenfalls haben wir uns bereits angeschaut, es gibt die Möglichkeit jetzt direkt zu den Crypt-Ghouls zu kommen, falls man Zombie-Quests machen möchte. Das Rezept dazu findet man in den Slayer-Rezepten und zwar gibt es das hier. Wenn man Zombie Level 4 erreicht hat, wird das freigeschaltet. Ist jetzt das Neue, was bei der Zombie-Slayer-Rezepten dazu kommt und das craftet man aus 3 Revenant Viscera, bisschen Enchanted Obsidian und natürlich wie immer 16 Enchanted Ender-Perlen. Weiter kann man direkt in den Spider-Stand kommen, direkt oben drauf, also dort, wo die Brutmoderin spawnt. Das ist ein Drop, den man von jeglichen Spinnen bekommen kann, diese Map droppen, dass man direkt oben drauf im Spider-Stand spawnt. Wie gesagt, auch hier, das kann man nur bekommen, wenn man MVP Plus oder einen höheren Rang hat. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, im Nether direkt dorthin zu kommen, wo der Magma-Boss spawnt, also direkt vorne auf die große Fläche, ohne groß durchrennen zu müssen. Auch so hilfreich, wenn man mal knapp dran ist mit der Zeit. Das ist ein neuer Drop vom Magma-Cube-Boss. Weiter kann man auch, wenn man in den Park gehen möchte, direkt Jungle Wood farmen gehen, also direkt zum Jungle Wood gehen. Das ist eine neue Map, die man sich beim Viking auf der Spruce-Insel kaufen kann. Beim Melancholic Viking, den man zuerst happy machen muss mit Fisch, Magical Water Bucket und dann 10-mal rumsneaken mit dem Fishhead. Das ist ein neues Item, was man dort kaufen kann ab sofort. Ebenfalls gibt es im Park ja auch die Möglichkeit, in die Cave zu kommen. Das haben wir uns vorhin auch bereits angeschaut kurz. Das ist ein neuer Job von den Pack Spirits, die in der Cave drin spawnen, genau wie auch das Hound Pet, was man da zum Beispiel bekommen kann, oder den Forging XP Boost kann man auch von denen gedoppt bekommen. Die haben jetzt noch einen weiteren Drop dazu bekommen, nämlich den Skull, um dort in die Cave zu kommen. Und das letzte, was noch dazu kam, ist der Warp direkt ins Dragon's Nest, ja, direkt unten rein, direkt vor den Altar im Prinzip. Das ist ein neuer Drop vom Unstable Dragon. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, dann lasst doch auch gerne mal noch ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Peace out.